Herr Hirschbegel, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Interview mit goldenekamera.de. Ja, inwiefern verändert denn Ihr ZDF-Dreiteiler Der gleiche Himmel die Sicht auf Familienstrukturen in der ehemaligen DDR? Bin ich sicher, ob die Serie die Wahrnehmung von Familienstrukturen in Ost und West ausschließlich beweist. Ich glaube, es ist eine ziemlich universale Geschichte, die wir da erzählen, die aber die Brisanz dadurch gewinnt, dass sie sich eben um eine geteilte Familie in einer geteilten Stadt handelt. Aber ich glaube, die grundsätzlichen Konflikte sind für jeden Menschen weltweit nachvollziehbar, weil es ist halt Familie. Ja. Vater im Konflikt mit Tochter, Mann im Konflikt mit Ex-Frau und so weiter und so fort. Ja, das ist mir ein wichtiger Aspekt immer in meiner Arbeit, dass die Geschichten, die ich erzähle, eine universale Qualität haben. Das Thema Stasi beleuchten Sie ganz neu. Warum ist das Thema immer noch aktuell? Ja, wir sind mit unserer Geschichte noch nicht so weit. Also die jüngere Geschichte haben wir noch nicht wirklich so aufgearbeitet. Und die Stasi ist ein faszinierendes Thema in dem Zusammenhang. Weil die Stasi ist damals wie heute eigentlich der perfekteste Spionageapparat, den es je gegeben hat in der Geschichte überhaupt. Also wenn heute die CIA ein Problem haben oder den Mossad, ja, dann fragen die sich an irgendeinem Punkt, was würde die Stasi jetzt tun? Ja, die haben mit einer Perfektion ihre Arbeit betrieben. Das ist ebenso faszinierend wie totaler Schrecken. Und das versuchen wir halt darzustellen. Und es ist bisher noch nicht viel dargestellt worden. Und ich glaube, es liegt daran, dass man das Wunden, ja, die ja gerade in der deutschen Geschichte natürlich gerissen wurden, ja, dass die bis zu einem bestimmten Punkt mal heilen müssen, bevor man sich dem nähert und das neu betrachtet und neu behandelt. Ja, jeder kennt das aus einem Familienkonflikt oder aus einem Streit zwischen Mann und Frau. Ja, also am nächsten Tag ist das schwierig, ja, aber eine Woche später sieht die Welt schon anders aus. Da kann man schon mit einer etwas größeren Gelassenheit, ja, sich die Probleme anschauen. Ja. Deswegen beginnt, glaube ich, diese Arbeit erst jetzt, doch etliche Jahre später. Haben Sie selbst indirekt oder direkt Erfahrungen mit dem Thema Spionage durch die Stasi gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe natürlich jetzt Akten von ehemaligen Freunden nicht eingesehen. Ich war sehr eng befreundet mit dem ungarischen Filmemacher Gábor Bodi. Und in dem Zusammenhang weiß ich, dass ich unter anderem auch ausspioniert wurde. Ich war damals öfter in Ungarn und ich weiß, dass es da auch eine Akte gibt, die nicht nur meine Bewegung in Ungarn dokumentieren, sondern auch im Westen, also in Berlin und in Hamburg. Aber eingesehen habe ich die nicht. Wie verändert sich das Menschenbild denn dadurch, wenn der Kumpel sowas macht? Gábor war, und ich bin nicht mal sicher, ob diese Akte über Gábor zustande gekommen ist, Gábor war ein enger Freund, ein brillanter Filmemacher, der in einer privilegierten Position war, als begabter Regisseur mit Weltanerkennung, der, wenn es denn so war, Kompromisse machen musste mit dem System. Ich bin sicher, dass er nie irgendwelche eklatant wichtigen Daten weitergegeben hat an diese Leute, sondern nur, sagen wir mal, zugefüttert hat, das, was vertretbar war. Insofern habe ich kein Problem damit. Ich hätte wahrscheinlich dasselbe getan. Haben Sie ein positives Menschenbild? Ja, ich würde sagen, ich habe tief in meinem Herzen ein sehr positives Menschenbild. Ist Der gleiche Himmel ein Dreiteiler über Manipulation, Kontrollwahn und Gewalt oder erklärt er die Genesis von Manipulation und Kontrollwahn? Beides. Also ich würde sagen, geht beides. Sehen Sie es als Ihre Aufgabe, als Regisseur solche Stoffe aufzuarbeiten? Und Anschlussfrage, wie eng an echte historische Begebenheiten ist das Filmgeschehen angelehnt? Naja, Authentizität ist mir in meiner Arbeit immer wichtig. Und Erfindung ist nur da zulässig, wo sie der
wo sie der Wahrheitsfindung dienlich ist. Und das, was wir sehen in der Serie, ist im Prinzip alles recherchiert und basiert auf wirklichen Ereignissen. Aber natürlich aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Ja, wir haben es halt kondensiert und komprimiert auf diese eine geteilte Familie, ja, diese Aspekte zu erzählen. Aber da ist nichts erfunden in dem Sinne.